Okay, also Leute, ich mache jetzt Sparring hier gegen Markus. Wenn ich nur ins Gesicht schaue, ich sehe die Hände sehr schön, aber jetzt kommt ein Knie oder ein Kick, dann sehe ich ihn nicht. Ja? Ich sehe seine Hüfte nicht. Bam, jetzt habe ich einen Low-Kick gerade kassiert, genau. Hallo Leute und willkommen bei Team Smolik. Wundert euch nicht, warum ich so aussehe. Gerade ein hartes Pratzentraining mit diesem Mann hier hinter mich gebracht. Wenn ihr auch sterben wollt, dann macht mit ihm Pratze. Heute geht es darum, und zwar, ich habe ja ein Box-Analyse-Video von mir, das ich in Vegas gehalten habe, analysiert, hochgeladen. Und da haben mich dann viel gefragt, ja Michi, wieso sagst du, dass man nur auf die Brust schauen soll und nicht ins Gesicht? Es waren sehr, sehr viele Kommentare davon und ich habe mir einfach gedacht, ich mache jetzt ein Video darüber. Und Markus, wo ist die Problematik, wenn man im Fight, im Sparring nur ins Gesicht schaut? Ich würde erstmal sagen, die Problematik ist erstmal, ich würde sagen, wenn wir jetzt keine Kampfsituation haben, die normale Situation, wenn ich jemandem gegenüberstehe, ist ihm in die Augen zu schauen. Warum das nicht immer Sinn macht im Kampfsport, erkläre ich euch jetzt. Und zwar, das eine ist natürlich, wenn wir uns gegenüberstehen, beide in der Doppeldeckung, fällt es mir einfach nicht so einfach, ihm immer in die Augen zu schauen. Gerade wenn wir jetzt hier im Infight sind, ist es relativ schwierig für mich, ihm in die Augen zu schauen. Wozu sehr, sehr viele Leute neigen im Sparring oder im Kampf, ist dahin zu schauen, woher sie vermuten, dass die Gefahr kommt. Ja? Das ist so der nächste Instinkt, nach dem Instinkt überhaupt nicht hinzuschauen, die Augen zuzumachen. Und das passiert ganz unterbewusst und gibt auch irgendwo Sinn. Ihr schaut immer dahin, wo die Gefahr hinkommt. Das heißt, wenn ich jetzt Michi habe, der sehr, sehr viel kickt, neige ich dazu, hier auf die Beine zu schauen, auf sein rechtes Bein. Was macht er mit seinem rechten Bein, damit ich blocken kann? Was macht er mit seinem hinteren Bein? Wann kommt der Backkick? Dafür, wenn ich hier hingucke, sehe ich seine Schulter nicht. Ja? Wenn er hier anfängt zu boxen, ja, verpasse ich vielleicht einen Schlag. Das gleiche ist bei jemandem, der viel boxt, der vielleicht viel Head-Movement macht. Wenn er jetzt hier anfängt zu boxen, Head-Movement, gucke ich die ganze Zeit auf seinen Kopf, auf sein Kinn, will treffen. Und auf einmal kommt von unten der Kick oder der Low-Kick und erwischt mich. Michi, wie mache ich es besser? Ja, also ich würde einfach das nochmal veranschaulichen aus der Ego-Perspektive, damit die Leute auch genau wissen, was wir gerade meinen. Vielleicht, wenn man das so erklärt, sieht man das nicht richtig. Ich filme jetzt mal aus der Ego-Perspektive und wir zeigen euch, was wir damit meinen. Okay, also Leute, ich mache jetzt Sparring hier gegen Markus. Wenn ich nur ins Gesicht schaue, ich sehe die Hände sehr schön, aber jetzt kommt ein Knie oder ein Kick, dann sehe ich ihn nicht. Ja? Ich sehe seine Hüfte nicht. Bam, jetzt habe ich einen Low-Kick gerade kassiert, genau. Wenn ich jetzt aber nur auf die Beine schaue, hier, ja, dann sehe ich, wapp, hier, ich kann schön blocken, aber ich sehe oben die Boxtechniken nicht. Das ist das Problem. Wenn ich jetzt aber auf die Brust schaue, hier, dann habe ich die Schultern und ich habe noch die Hüfte im Blick. Und ich sehe durch die Hüftbewegung, wann er kickt, wann er boxt. Ja? Und das ist das, was wir damit meinen. Damit haben wir es, glaube ich, sehr einleuchtend erklärt, gerade aus der Ego-Perspektive. Das, was ich gesagt habe, wenn man jetzt auf die Brust schaut, ich sehe die Schultern und die Hüfte. Anhand von der Hüftbewegung kann ich vermuten, aus dem Augenwinkel, hey, jetzt kommt ein Kick. Oder anhand von der Schulter sehe ich, okay, jetzt kommt ein Punch, ein Haken oder sonstiges. Und wenn man aber nur ins Gesicht schauen sollte, nimmt man nicht viel wahr. Jetzt aber bitte nicht falsch verstehen. Ja? Das heißt nicht, dass man nie ins Gesicht schauen sollte. Ein erfahrener Kämpfer scannt den ganzen Körper vom Gegner ab. Das heißt, ich fokussiere mich auf den Brustkorb, kicke, treffe ihn, bin zurück, gehe kurz in sein Gesicht, schau, hat es ihm wehgetan, was für eine Mimik hat er. Und dann gehe ich wieder zurück auf den Brustkorb. Ja? Man scannt so ein bisschen hin und her. Ich würde sagen, 80% auf den Brustkorb, 20% immer mal wieder ins Gesicht schauen. Das Problem ist auch noch, wenn man ins Gesicht schaut und der Gegner ist schlau, dann schaut er zum Beispiel auf eure Beine und tut so, als würde er einen Low-Kick machen wollen und kickt dann zum Kopf. Das ist das Problem dabei. Deswegen Leute, versucht es einfach mal so umzusetzen. Gerade im Sparring könnt ihr sehr schön üben. Einfach immer mal wieder auf den Brustkorb schauen. Das ist am Anfang ein bisschen ungewohnt, weil man den Gegner nicht mehr ins Gesicht schaut. Aber mit der Zeit werdet ihr merken, hey, ich weiche den Schlägen viel besser aus. Das war schon zu diesem Thema. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, über Kampftaktiken, kommentiert es doch einfach unten. Ich tue euch unten noch verlinken, mein Boxsparring, die Analyse, wer es noch nicht gesehen hat. Ansonsten sehen wir uns in den nächsten Videos. Ach ja, unser Ernährungsprogramm, kostenloses Ernährungsprogramm, kommt bald raus. Ihr dürft gespannt sein. Jeder kriegt ein Sixpack, jeder kriegt solche Arme. Und ja, seid gespannt. Wir sehen uns. Haut rein.